Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Naruto Storm 4. Ja, im letzten Part haben wir mit Kakashi gegen Obito gekämpft und haben ihm ordentlich mal aufs Maul gegeben. Haben ihn sogar so weit gebracht, dass er so kampfunfähig war, dass sein Sensei Minato, also sein alter Sensei Minato, ihn einfach kurzerhand erledigt hatte, hat er wohl gedacht an Minato, bis sich auf einmal Minato wieder aufregte und zum zehnschwänzigen Chinchuriki wurde und was richtig krass ist. Und wir werden jetzt einmal sehen, was für eine Power er jetzt hinter dem Chinchuriki des zehnschwänzigen steckt bei Obito und dass es Madaras ganze Idee war, Obito ihn zu übernehmen, ihn das Gefühl zu geben, er werde stark, aber jetzt hat er ihm das gezeigt und hat jetzt die volle Kontrolle über Obito. Und wir versuchen es natürlich jetzt aufzuhalten und werden jetzt versuchen, Obito ja zu hindern, die Welt zu zerstören. Und ja, legen wir einfach mal los, meine Freunde, würde ich doch mal sagen. Oder, genau. Ja, auf jeden Fall, das Spiel macht echt noch Spaß. Ich hoffe, euch auch. てば俺はもう待ったはなしだ柱がまずいこのままでは木遁木部位真の術やるぞサスケ So, die Hokage wollen jetzt versuchen, Obito ein bisschen aufzuhalten und Zeit zu schinden, um den Gegner zu analysieren, und das werden wir doch auch gleich mal tun. Wow, der legt ja gleich mal los hier, der gute Obito, und jetzt frisst meine Holzfaust. Wow, der gibt uns ja keine Minute Zeit, hä? Bam, und jetzt frisst. Bam, 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 in your face, kleine Bitch, die. Jetzt komm doch her, du kleiner Schisser. Bam, bam, und friss das. Komm her, friss eine Bombe. Bam, danke, Tobirama. Nein. Oh, geht doch mir nicht auf den Sack hier jetzt. Kaum ab. Oh, schade. Das hat wohl nichts so gebracht. Jetzt geht doch mal weg. Wechseln wir mal zum. Gut. Friss das. Und wir haben ihn besiegt mit S-Rang. Eigentlich wollte ich ihn mit dem Ultimate Jutsu besiegen, aber wir haben trotzdem S-Rang geschafft. Sehr gut. Der zweite Hokage Tobirama hat es geschafft. Natürlich, mein Name ist fette Tobirama. Wie ich, Tobi. Ha. Ihr denkt euch ja auch, was für ein Dummschätzer er heute mal wieder ist. なるほど。この体準備が入っている分、すり抜けはできないか。だが、何の問題もない。俺だけの攻撃を受けて、平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ。まずい。過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ、今のは。
奴の背にある黒い弾、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん、安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか、先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ、行こう。ah, wunderschön von Naruto, was er zu seinem Vater gesagt hat. Obito hat Minato die ganze Schuld gegeben, doch Naruto hat seinen Vater verteidigt, und wir werden jetzt ihm mal zeigen, Vater Sohn Power hier, diesen eingebildeten Typ hier. Komm her, Vater. Sehr gut, Vater. Komm her. Hast du Angst? Komm her, jetzt kriegst du ein doppeltes Rasengarn erstmal in dein Face. Und jetzt nochmal. Bam, 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 bam. Jawohl, Vater, zeig's ihm. Bam, 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 bam. Und nochmal, zack. So war's doch wunderschön. Wunderschöne Power. Jetzt, mein Sohn, du bist dran. Und wir werden es als deinen Lehrmeister dich jetzt besiegen, weil du ein böser, böser Junge warst. Ein böser, böser Junge warst du. Bam, 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 bam. Wir können leider kein Ding machen. Schade, schade, schade. Können wir kein Ultimate zu machen. Aber vielleicht können wir es ja so besiegen. Also, komm her. Aber ich frage mich, warum er da nicht verwandelt war. Die ganze Zeit war er verwandelt und jetzt plötzlich auf einmal nett. Boah, der nervt mich. Immer wieder weicht die Pussy aus. Bam. Jetzt. Bleib doch mal hier. Alter, das ist ja, das glaube ich, eine Tilt-Attacke. Oh, du. Frisst es. Frisst das hier. Alter, du kleine Gesicht, Alter, du. Das ist so auf den Sack jetzt. Frisst das hier. Oh. Friss mein Schachengarn, wollte ich schon sagen. Meine Geheimtechnik, mein Rasengarn. Shuriken Rasengarn. Mann, oh Mann, oh Mann, Leute, ich bin durch, ich merke schon. Und wir haben jetzt geschafft. Keine Ahnung. Ikura Kaifuku Shiyuga, Damage wa Atae. 連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。
Und der Shinjurikin des Zehnschwänzigen haben wir jetzt ordentlich eine gegeben mit Naruto. Und Naruto hatte ordentlich Spaß, ihm aufs Maul zu hauen, hatte ich das Gefühl zum Schluss. Und wir haben es mit Aaron geschafft. Bin ich super zufrieden damit. Kein S, aber wer braucht schon S, wenn wir Aaron geschafft haben. Und es war richtig nice. Jetzt hat sich noch ein extra Weg hier geöffnet. Hier. Madaras Absicht. Nicht schlecht, aber das werden wir, denke ich, mal im nächsten Part dann machen. Wow. Und der übernächste Part wird dann ein mächtiger Bosskampf, was richtig geil wird. Und ja, wenn die Parts momentan ein bisschen kurz sind, wirklich, wirklich leid. Aber ich habe es ja schon im letzten Part ja gesagt, dass ich ja ein bisschen voraufnehmen muss, da ich ja 2 Wochen jetzt Ferien bin und nicht bei mir bin. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es für euch in Ordnung ist und ja, der Kampf entwickelt sich richtig. Auf jeden Fall, der übernächste Part wird richtig lang. Seht ihr ja hier, 4 Kämpfe werden das wohl sein, mit 3 Übergänge. Und hier werden es nochmal morgen 2 Kämpfe sein, also... Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Parts mir einteilen werde. Das werde ich, denke ich, mal so ein bisschen spontan machen, wie ihr auch Bock darauf habt. Und ja, wie gesagt, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst einen Kommi da, lasst ein Abo da, wenn ihr kein Projekt mehr von mir verpassen wollt oder meine hammermäßig sexy Stimme nicht mehr verpassen wollt. Nein, Spaß. Auf jeden Fall. Ich hoffe euch, dass euch dieses Projekt noch gefällt. Das ist ja jetzt so, ich denke mal, bis wir fertig sind, dann ist auch der nächste Monat und dann wisst ihr, was alle rauskommt. Der nächste Anime. Bombastisches Game 2016. Ja, das klappt mal, das wird das geilste Game 2016 werden. One Piece Burning Blood wird richtig geil, wird so ein bisschen, ich habe mir so mal auch japanische Demos mal mir angeschaut. Und es wird das so ein bisschen dann wie Naruto werden. Wird richtig geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Game. Und mit diesen Worten, mit dieser Freude, werde ich mich jetzt hier verabschieden bei euch. Haut rein, meine Freunde. Bis bald. Und hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Euer